So einfach geht Körpersprache, wenn du es erstmal verstanden hast. Wir wollen uns heute ein Thema widmen, warum oft Menschen überfordert sind und mit ihren Hunden nicht richtig in die Kommunikation treten. Und da werde ich dir zwei ganz entscheidende Dinge heute mitgeben. Also sei gespannt. Wir haben gerade wieder einen Termin hier. Also eine Familie ist da. Wir können euch ja hier mal so ein paar Szenen zeigen, wo wir das Problem haben, dass die Individualdistanz des Menschen oft unterschritten wird. Also ich gebe euch jetzt ein Beispiel, ich setze mich auf die Couch oder die Familie setzt sich auf die Couch und der Hund kommt drauf, springt, nervt übelst rum, legt sich aufs Handy, wenn ein Herrchen irgendwo was arbeitet, wird der Schraubenzieher geklaut. Also so typisch aufmerksamkeitserhaschendes Verhalten, einfach nerven. Das Problem ist, dass für viele Menschen das ja ein Stück weit okay ist und niedlich ist und toll, mein kleiner Süßer und so weiter. Aber irgendwann nervt es. Und dann kommt man in eine Dauerspirale, weil es einfach nicht mehr abzustellen geht. Und dann kommt hektische Kommunikation, dann wird man wütend, dann wird man frustriert, dann kriegt man Tipps von der Seite. Ja, du musst dich mal richtig durchsetzen, bla 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 bla. Und darüber will ich mit dir sprechen. Weil Zuneigung an sich ist ja was Tolles. Es geht ja auch um einen netten Hund, der ist nicht böse. Und Zuneigung ist vollkommen okay. Nur musst du auch einfach verstehen, dass es für deinen Hund viel einfacher ist, wenn du ihm deutlich kommunizierst, ich möchte gerade Zuneigung und ich möchte es gerade nicht. Das bedeutet, du musst eine Entscheidung treffen. Und hier ist am Ende das richtige Timing gefragt. Der erste Punkt ist, und ich zeige euch das jetzt einfach mal, nicht an einem lebendigen Hund, weil das sonst immer zu einfach ist, sondern einfach hier mit unserem Jackie. Das Beispiel ist, wenn ich jetzt im Kopf eine Entscheidung treffe, ich komme jetzt von Arbeit, ich will jetzt meine Ruhe haben und ich habe jetzt gerade keinen Bock auf sozialen Kontakt. Also, es soll nicht so aussehen, oh, hallo Herrchen, super, super, oh, hör auf jetzt. So soll es nicht aussehen. Ich muss eine Entscheidung treffen und die Entscheidung treffe ich nicht hier. Hier treffe ich die Entscheidung nicht. Hier bin ich zu spät. Falsches Timing, falsche Intention. Der Hund ist schon völlig drüber und diskutiert dann mit mir. Sondern ich treffe die Entscheidung genau hier. Das bedeutet, ich komme nach Hause und sage jetzt, oh, ich brauche jetzt erstmal 5 Minuten für mich. Ich lege mich hin und sage, hier schon im Kopf, ich möchte das gerade nicht, lass es. Und ihr seht, Jackie hört richtig gut. Und dann setze ich mich auf die Couch und hier muss ich natürlich anfangen, in Stellvertreterkonflikten, wenn ich mich zum Beispiel hinhocke, was wir immer wieder zeigen, kann ich für Abstand sorgen, kann ich meinen Raum verwalten oder kann ich das nicht? Was ich dir jetzt einfach damit sagen will, und das war bei der Familie eben auch so, ach so, ich muss vorher die Entscheidung treffen, dann wird es ja viel einfacher und das haben wir ja gerade hier gemacht. Das heißt, du musst von vornherein die Entscheidung treffen, ich habe Bock auf Zuneigung, ich habe Bock auf dich, ich habe Bock zu kuscheln, ja, komm mit ins Bett und so weiter. Und dann triffst du die Entscheidung, nee, ich will es jetzt aber nicht. Dann brauchst du das richtige Timing und dann musst du beharrlich sein. Hör nicht auf diesen Quatsch, dass du dich durchsetzen musst, Sachen schmeißen musst, böse sein musst, laut sein musst. Nein, du musst nur beharrlich sein. Nicht mehr und nicht weniger. www.hundetrainer-stiefkeil.de. Wenn du mehr erfahren willst, wie so etwas geht, bist du bei uns genau richtig. Wir sehen uns zum nächsten YouTube-Video. Mach's gut und ciao.